Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Viktoria Köln gegen den KFC Uerdingen. Die Kölner, die letzten drei Spiele verloren, seit 10 Spielen sieglos. Uerdingen ganz anders. Nur eins der letzten 8 Auswärtspartien verloren mit ganz breiter Brust. Und so gingen sie auch ran. Zweite Spielminute, erste Chance. Freistoß Evina, Kopfball Dominik Marot. Seit 3 Spielen ist er in der Startelf. 7 Punkte gab es, hier fehlten Zentimeter. 6 Minuten später eine unschöne Szene. Hier der Zusammenprall von Christian Kinsombi und Steffen Lang. Beide benommen. Wir können es noch mal sehen, das hat ordentlich gescheppert. Steffen Lang vor allen Dingen hat es ganz hart getroffen. Musste lange behandelt werden und dann auch raus. Wir wünschen ihm gute Besserung. Funke kam für ihn. Spiel geht weiter, 24. Minute. Wieder der Gast aus Uerdingen, Osave. Die Flanke hier wurde abgefälscht von Dominik Lanius, heute in der Innenverteidigung. Da musste Patzler mal diese Kerze auspusten. Wir gehen in die 45. Spielminute. Jetzt auch mal Gefahr vor dem Tor, ausgelöst von Wunderlich. Die beste Chance. Königshofer vereitelte, der Kapitän hier fast mit dem Treffer aus dem Nichts. Denn offensiv ging in der ersten Hälfte nicht allzu viel. Gut platziert. Vielleicht hätte er ihn reingemacht, damals der Manager des KFC Uerdingen. Effenberg konnte mit dem Spiel zufrieden sein. 0:0. Wir gehen in die zweiten 45 Minuten. 72. hier Koronkiewicz mit dem Schuss. Die Grätsche von Christian Dorda. Und wir sehen es, kein Elfmeter. Nutzt den Ball eher als Black Roll. Danach war der Rücken wieder eingerenkt. 5 Minuten später. Frank Evina auf Alexander Bitroff. Guter Pass zum eingewechselten Jean-Manuel Mbom. Der hat aber diese Chance verpasst. Fast die Führung. Evina ein klasse Spiel gemacht. Hier wieder auch toll durchgesteckt. Da fehlten noch Zentimeter. 8 Minuten. 8 Minuten später sah das anders aus. Frank Evina wieder mit von der Partie. Die Flanke kommt von der rechten Seite. Konrad Rodriguez und dann Jean-Manuel Mbom. Der Eingewechselte mit seinem ersten Treffer in Liga 3, der U20-Nationalspieler. Klasse eingenickt, feierte natürlich völlig zu Recht. Klasse rausgespielt, nichts zu machen für Patzler. Und dann die Schlusssekunde. Nochmal Viktoria Köln, letzte Chance von Koronkiewicz. Eingeleitet, der Kopfball von Wunderlich, aber geht 1, 2, 3 Meter am Tor vorbei. Es hat einfach nicht sollen sein für Viktoria Köln. Die nächste Niederlage für die Kölner und der nächste Erfolg auswärts für den KFC. Bei so einem Rasen und bei so einem Gegner, der auch auf jeden Fall seine Qualitäten hat, dann einfach so einen dreckigen Sieg dann einfach über die Zeit zu bringen, das ist natürlich schon dann Qualität. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr wenig zugelassen, haben gut verteidigt. Hatten auch unsere Torchancen, der Ball wird da nicht rein und dann kriegen wir so ein Eiertor nach dem Einwurf. Ein Eiertor, aber eben dieses Eiertor führt zu 3 Punkten für den KFC Uerdingen. Jetzt 29 Punkte, sie schmecken wieder oben ran. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.